Land relativ bescheiden. Und es hat dann einen Aufbau der Verschuldung gegeben und heute liegen wir im Eurogebiet bei 85% des Schuldenstandes. Die Frage ist doch, woher Schuldenstandes. Was ich sagen will, dieser Schuldenstand, so wie er erreicht worden ist, ist bereits eine Belastung für wirtschaftliches Wachstum. Ist belastend. Die Frage ist von Ihnen, deswegen wollen manche wie Herr Gabriel ja auch mit Schulden Wachstum wieder fördern. Da genau, muss man bisher hast du dich ja anständig benommen. Ja, ich will nur, dass man Finanzmärkte besteuert, damit man mit dem Geld auch Wachstum finanzieren kann und nicht die davor schützt, dass sie Schulden abtragen müssen, die schuld sind an einem großen Teil dieser Schulden. Können Sie gleich nochmal erklären, wir sitzen bei... Ist es Marktversagen oder ist Politikversagen? Beides. Es ist zu einfach zu sagen, das sind die bösen Finanzmärkte. Richtig. Ich bin auch der Meinung, man hat hier sich fehlverhalten, aber im Rahmen dessen, was die Politik ermöglicht hat. Absolut was richtig. Politisch legalisiert und deshalb brauchen wir mehr Regeln an diesen Finanzmärkten. Absolut recht. Ich versuche es jetzt nochmal. Die Ökonomen, die uns gegenüber sitzen, haben uns 30 Jahre lang erzählt, das sei das Richtige, die Märkte machen zu lassen, was sie wollen. Und wir waren so dusselig, dem zu glauben. Das ist nicht der europäische Ansatz. Herr Gabriel, das ist nicht der europäische Ansatz. Der europäische und insbesondere der deutsche Ansatz ist, Märkte brauchen Regeln. Darum geht es. Und vor allen Dingen der Finanzmarkt braucht Regeln. Ja. Jetzt ist er nochmal dran. Es gibt da ein paar Dinge, die mich an Diskussionen ein wenig befremden. Das eine ist, wenn ich Frau Di Mauro höre und Sie von den Märkten, die fordern, sprechen, das finde ich seltsam. Seit wann müssen sich denn Regierungen und Europa dem Diktat von obstrusen Märkten da beugen? Das wundert mich sehr. Das hängt damit zusammen, dass Regierungen mehr ausgeben, als sie übersteuern. Es wäre schön, wenn Sie mir das Gleiche halten, angedeihen ließen. Also Sie brauchen den Marktteilnehmer. Ich würde auch ganz gerne. Wollen wir Ihnen kurz noch mal eine Chance geben? Das ist total freundlich. Ja. Dankeschön. Das nächste ist, wenn dann Herr Stark sagt, ja, plötzlich gingen die Staatsschulden nach oben. Irgendwer hat den Staaten ja vorher den Kredit nicht gegeben und von irgendwoher kam er dann auch. Und zuletzt finde ich dann interessant, dass eine Regierung, da spielt es keine Rolle, ob es ehemals SPD oder derzeit CDU-Regierung ist, wenn eine deutsche Regierung von Haushaltskonsolidierung und von Sparen spricht und, soweit ich mich erinnere, in den letzten 30 Jahren keine deutsche Regierung jemals den Schuldenstand in irgendeiner Form verringert hat. Mhm. Finde ich hochinteressant. Na, Herr Gabriel, Sie brauchen den schwarzen Peter nicht weiterreichen. Der Herr Schröder hat das auch nicht erreicht. Wir haben gemeinsam die Netto-Neuverschuldung in der Großen Koalition gesenkt. Darum geht es in der Debatte. Ich würde mal vorschlagen, es war interessant zu sehen. Darum geht es in der Debatte. Da wissen Sie, die Schuldenbremse redet über die Neuverschuldung. Schlimm genug. Also wollen wir vielleicht mal über Spanien reden beispielsweise. Das ist, glaube ich, ein ganz kluger Ansatz. Super, jetzt wird Herr Kampeter auch noch zum Moderator. Das ist großartig. Sie nehmen die Rolle ja etwas zurückgenommen ein hier heute. Ich bin offensichtlich irgendwie immer noch bei dem Satz, den ich gerne beenden würde, dass ich erstaunlich finde, wie die Diskussion plötzlich zutage tritt, wenn wir uns dann irgendwie tatsächlich mal mit einem Menschen unterhalten, der von dieser Krise momentan ziemlich akut betroffen ist. Also, er hat sich natürlich wie viele andere angehört, was die Politik in der Zwischenzeit immer erzählt hat. Nämlich, wir haben wahnsinnig viele Rettungspakete zur Hand, wir haben Rettungsmethoden zur Hand. Als Vertreter der Politik würde ich gleich auch mal was gerne dazu sagen. Sie sind auch unbedingt gern gesehen und gern gehört, Herr Kampeter. Wir haben die dicke Bertha noch gar nicht zu Ende erwähnen können. Es gab eine Unterstützung für alle europäischen Banken, die eine Billion schwer war. Ich erinnere mich manchmal sogar an meine Fragen. Und trotzdem hat man das Gefühl, diese Krise ist nicht eingedämmt, sondern sie ist verschärft. Was tut man, wenn man sieht, dass Regierungen und Nationen, die wir eigentlich vor dieser Krise bewahren und schützen wollten, nun in einer viel tieferen Krise stecken? Was sagt Herr Müller? Er hat vollkommen recht. Die Problematik ist in den Ländern da. Wir haben ein Grundproblem schon benannt mit den Währungen. Das brauchen wir nicht nochmal durchkauen. Aber es gibt mit den Verschuldungen noch ein Problem, das wir aus meiner Sicht zu wenig berücksichtigen. Wir sprechen immer über die Staatsverschuldung, über die Verschuldung des Staates. Das ist zu kurz gegriffen. Der Staat besteht aus mehr als den Regierungsbudgets. Wir müssen auch schauen, wie ist die Verschuldung der anderen Teilnehmer des Staates. Die Schulden der Bürger, der Industrie, der Banken und der Staat zusammen machen die Gesamtstaatsverschuldung aus. Und jetzt wird es richtig
spannend. Denn hier müssen wir anschauen, was nutzt mir ein Staat, der so gut wie keine Schulden hat? Dafür sind die Bürger bis über die Hutschnur verschuldet und können gar keine Steuern mehr zahlen. Der Bürger, dem ist es vollkommen egal, wo im System die Schulden liegen. Seine eigenen Zinsen zahlt er sowieso, die des Staates über die Steuern und die der Industrie über die Produkte an der Ladentheke, weil die damit eingerechnet werden. Ja. Und hier haben wir eine spannende Entwicklung. Für Deutschland beispielsweise sind die Zahlen, die mir vorliegen, vielleicht haben Sie genauere, dass wir in den 50er Jahren etwa hat ein durchschnittlicher deutscher Haushalt 10% seines Einkommens an Zinsleistung im gesamten System bezahlt. In den 70ern waren wir bei 20%, heute sind wir bei über 40% des normalen Einkommens, das auf diesen drei, auf diesen Ebenen des Privaten, des Öffentlichen und der Industrie an Zinsleistung geht. Und all das Geld fehlt natürlich zum Ausgeben, für Investitionen, für Konsum. Deshalb wird das Wachstum auch immer langsamer und die Menschen können irgendwann diese Belastung nicht mehr tragen. Conclusio, wir müssen schauen, wie ist die Gesamtverschuldung des Systems? Und da steht Deutschland nicht bei 80%, sondern bei roundabout 280%. Aber das ist noch harmlos. Spanien bei 370%, aber auch die können sich noch zurücklegen, weil das sind nämlich die Briten und die Japaner mit 500% ganz vorne bei. Und jetzt kommt die spannende Frage, wenn die Briten bei 500% Gesamtverschuldung stehen und die Spanier bei 360, 380, wieso haben dann die Ratingagenturen den Briten AAA gegeben, beste Bewertungen und reiten auf Spanien rum? Ja. Und okay, wenn man und die fragt, kriegt man eine spannende Antwort, weil Großbritannien keinen Euro hat. Weil die abwerten könnten, die könnten das über die Druckerpresse lösen. Das kann Spanien nicht. Das ist die Argumentation. Diese Möglichkeit ist abhanden gekommen. Frage an Frau Weber-Diemauro, die gleiche Einleitung hätte wie die an Herrn Müller. Was passiert, wenn wir in einer Krise, Sie sind gleich dran, Herr Kampeter, was passiert? Ich aber auch, ja, jetzt mal ganz im Ernst. Ich würde ganz gerne jetzt tatsächlich auch noch mal auf einen folgenden hinweisen. Darf ich trotzdem erst mal die Frage zurück? Wir haben in Spanien eine Wahl gehabt, wo eine Regierung gesagt hat, das ist noch kein Jahr her. Ja. Wir sind bereit, diesen Haushalt zu konsolidieren und wir sind die notwendigen Reformen auf der Angebotsseite der Volkswirtschaft bereit, auch durchzusetzen. Und diese Regierung hat einen klaren Auftrag bekommen von der spanischen Bevölkerung. Ich glaube, da verlieren Sie einen logischen Fehlschluss. Hier wird ja immer so getan, bedeutet nicht, dass jemand gewählt wurde. Ja, aber die derzeitige spanische Regierung hat eine breite parlamentarische Mehrheit. Sie hat vor der Wahl ein klares Reformprogramm. Die Nichtwähler haben die Mehrheit. Ein klares Programm gelegt, das dem Notwendigkeiten entspricht, die da waren. Mhm. Und jetzt kann man hier nicht behaupten, das sei in Spanien gescheitert. Die Regierung ist seit wenigen Wochen im Amt. Und die machen einen, wie ich finde, verdammt tapferen und guten Job. Und das sollten wir an dieser Stelle nicht durch ihre Moderation gering schätzen, sondern sollten auch mal sagen, die versuchen das Ruder rumzuhalten. Jetzt haben wir hier einen jungen Spanier, der damit nicht einverstanden ist. Das respektiere ich ebenso. Nur, dass in einer Demokratie eine Regierung einen so klaren Auftrag zur Konsolidierung hat und auch in Portugal, das finde ich doch ein Erfolg der europäischen Bevölkerung, dass sie sagen, wir wählen nicht immer den einfachen Weg, sondern wir sagen auch, wir sind bereit, die notwendigen, auch schwierigen Anpassungen durchzugehen. Das zeigt, Europa ist lebendiger als manche Kommentare es derzeit sehen. Die Menschen verstehen nur jetzt erst, was das im Konkreten für sie heißt. Und ich bin nach einer schönen Minute wieder bei Frau Weber-Diemauro und kann fragen, was wäre neben diesen drei Säulen, die Sie vorgeschlagen haben, die strukturell jetzt angegangen werden müssen und bearbeitet werden müssen, inklusive dieses Schuldentilgungsfonds, was wäre Ihre Empfehlung für ein Land wie Spanien? Was sollen die jetzt schlauerweise machen? Sollen sie hart bei dieser Politik bleiben und die Menschen weiter protestieren lassen? Sollen sie Hartz IV, Agenda 2010 von Herrn Schröder in Spanien einführen? Das ist ein laues Lüftchen gegen das, was die Spanier jetzt machen. Für mehr Flexibilisierung. Was würden Sie tun? Zunächst einmal möchte ich wirklich auch sagen, also Spanien ist nicht Griechenland. Und dass man immer wieder diese Parallelen irgendwie zumindest implizit zieht, das ist, glaube ich, einfach völlig falsch. Die Probleme in Spanien sind völlig anders gelagert. Und ich habe mir die Mühe gemacht, mal die Berichte anzuschauen, auch des Internationalen Währungsfonds. Noch vor 3 Jahren hat man Spanien gelobt, und zwar in jeder Hinsicht inklusive stark dafür, wie sie mit der Immobilienpreis als starken Anstieg und dem Bauboom umgegangen sind, indem sie nämlich in ihren Banken relativ hohe Vorsorge getroffen haben. Für alles das hat man die Spanier sehr lange gelobt, inklusive auch dafür, dass sie nicht nur ganz früh, sondern auch bis noch 2006 Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet haben. Können falsch liegen. Auch peinlich also für die IWF. Ich will nur sagen, also Spanien hat
natürlich, es ist gar keine Frage, Fehler gemacht, aber sie haben auch sehr vieles versucht, im Vorfeld richtig zu machen. Die Krise ist jetzt sehr viel größer ausgefallen, als man erwartet hat. Mhm. Und es sind wieder die Banken? Und es sind die lokalen Sparkassen, also die Gachas, die jetzt diese Puffer, die sie aufgebaut haben, langsam aufgezehrt haben. Mhm. Und dennoch ist der Preisverfall nicht fertig und es ist sehr schwer zu wissen, was diese Aktiva, die sie halten, überhaupt wert sind. Und deshalb ist nach wie vor eine große Unsicherheit im System. Ich glaube, ich habe für die Wirtschaftsexperten hier eine ganz neue Idee, die vielleicht so noch gar nicht aufgebracht worden ist. Ich bin Empiriker. Wie viele der Leute, die der gleichen Partei angehören wie ich, bin ich Empiriker. Das heißt, ich gucke, was passiert ist in der Vergangenheit, was passiert aktuell und was für ein Ergebnis habe ich. Und wir kommen zu dem Schluss, dass Sparen irgendwie nichts bringt. Man kann anscheinend so viel sparen, wie man will. Man kann sogar so viel sparen wie Griechenland, so viel sparen wie Italien, so viel sparen wie Irland. Und das Ergebnis ist genauso bescheiden. Vielleicht kann man Geld gar nicht sparen. Vielleicht ist ja ein Thema, dass die Volkswirtschaft Lehre ganz intim und vertieft behandelt. Und dazu braucht man nicht nur einzelne Fälle anzuschauen. Es gibt natürlich einen Zusammenhang zwischen der Konjunktur und dem Haushalt. Und der geht so, dass wenn die Konjunktur nach unten geht und die Einnahmen mit nach unten gehen, das Defizit tendenziell steigt. Mhm. Das ist ja auch das Problem, das wir zurzeit beobachten. Aber es ist umgekehrt auch so, dass Sie nicht einfach sagen können, wir machen ein größeres Defizit. Da kommt dann nämlich in einer Vertrauenskrise wieder das Problem, dass dann das Vertrauen der Märkte oder der Märkte, das sind nicht anonyme Märkte, das sind Anleger, das sind Leute, die Spanien Geld leihen sollen. Und die fragen sich, wie ist die Kreditwürdigkeit dieses Landes? Und wenn diese Kreditwürdigkeit als niedriger eingeschätzt wird, dann gehen die Zinsen hoch. Das erhöht die Ausgaben, das erhöht das Defizit. Das sind die beiden Gegenkräfte, das ist der Gegenwind gegen die diese Länder nun ankämpfen müssen. Aber das ist keine Spezialität von Spanien und auch nicht, sondern das ist Frau immer Mauro, so. Welches Modell soll Spanien haben, wenn wir in Bildung sparen? Wenn man konsolidieren muss, dann ist das nicht einfach. Das wissen alle, die durch internationale Währungsfondsprogramme durchgelaufen sind. Aber der Punkt ist der, es ist nichts anderes. Man hat diese Erfahrung nur in Europa bisher nicht gemacht. Der Punkt ist tatsächlich aber der, dass es momentan möglicherweise zu schnell und zu hart geht. So ist und die und gerade für Spanien, das nun versucht, die Strukturreformen tatsächlich umzusetzen. Mhm. Also da ist Spanien auch wieder anders. Man kann Spanien nicht vorwerfen, dass es nichts tun würde. Im Gegenteil, sie versuchen, die Strukturreform umzusetzen. Das braucht aber Zeit, bis es wirkt. Und die Zeit, die müssen sie auch bekommen. Da wäre ich dann wieder zurück beim Schuldentilgungspakt. Mhm. Wer schafft denn die Zeit? Genau. Und über den, Herr Kampeter, Sie kriegen endlich die Chance.